Es waren wirklich harte Jahre. Ich kann mich erinnern, dass ich oft draußen auf der Bank saß und dachte, bitte, bitte, das nächste Auto zu uns. Der große Meilenstein war einfach, dass wir das Vergnügen hatten, die englische Königsfamilie, sprich Lady Di, über 5 Jahre betreuen zu dürfen. Die Jungmannschaft hat bei uns Skifahren gelernt. Es gibt ja doch wenig Schöneres, als zu reisen und ein müdes Haupt auf ein edles Kissen zu betten. Zentrum von Lech, dieser Wiege des Wintersports, steht eines der Häuser Österreichs, das Arlberg. 1954 als Gasthof mit 20 Betten eröffnet, ist es heute ein 5-Sterne-Superior-Haus, geführt von der legendären Hoteliersfamilie Schneider. Zusammen mit ihrem 2021 verstorbenen Mann hat das Arlberg Helga Schneider begründet. Grand Dame der Lecher Hotellerie. Von ihr hat Sohn Hannes das Arlberg übernommen. Die beiden Töchter führen Hotels in Zürs. Sind alle drei in der Hotellerie. Haben zwar alle am Anfang gesagt, wir, nein, so viel arbeiten wie du, gar nicht in Frage. Alle sind in der Hotellerie. Ich habe meine Entscheidung zu keinem Zeitpunkt bereut, weil es für mich nach wie vor der schönste Beruf der Welt ist. Wo haben Sie die Gelegenheit, hochinteressante Menschen zu treffen, die begrüßen zu dürfen und zu bewirten dürfen in den eigenen 4 Wänden, und die zahlen Ihnen auch noch Geld dafür? Ich bin mit 24 Jahren ins Hotel eingestiegen. Da war zuerst mein klares Commitment in Richtung Beruf. Da war es auch dann mitunter sehr schwierig, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ja, und dann ist mir die meinige über den Weg gelaufen und dann habe ich eine Familie geheiratet. Christiane Schneider bringt 2 kleine Kinder mit in die Ehe, die Hannes Schneider adoptiert. Geboren bin ich in Stuttgart und bin vor guten 40 Jahren nach Lech gekommen und habe die Juwelenstube eröffnet. Das ist schon ein bisschen auch mein Leben. Bin gelernte Goldschmiedin und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Von der Gastronomie habe ich eigentlich keine Ahnung gehabt. Und eines Tages habe ich gesagt, ich hätte so gern wieder ein kleines Geschäftle, weil ja, der Handel liegt mir in der Seele und die Juwelen auch. Dann habe ich die Juwelenstube hier ins Haus gebracht. Das ist natürlich schon ein tolles Klientel. Wobei das sind jetzt nicht die mit Geld um sich schmeißt, sondern das ist, wie man so schön sagt, das alte Geld, was hier in Lech ist. Ich meine, es gibt durchaus sehr wohlhabende Menschen, die eine Bühne brauchen, eine Bühne wollen. Da sind wir definitiv der falsche Ort. Das ist dann eher St. Moritz, Gstaad, Davos, Klostersee. Es war immer unser Credo, die Privatsphäre zu wahren. In keinster Weise herzugehen und das für uns auszunützen. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Neues Geld tritt einfach etwas auffälliger auf. Natürlich auch bei neuem Geld gibt es sehr zurückhaltende Menschen, aber im Wesentlichen sind es alteingesessene Familien, die man zum Teil nicht mal kennt. Aber das sind sicherlich diese großen Player da draußen, die ohne in Erscheinung zu treten die Geschicke unserer Nationen bestimmen. Ich bin in Blunz geboren. Meine Mutter starb bei der Geburt, mein Vater 7 Jahre später. Ich bin richtig als Vollwaise aufgewachsen. Meine Schwester war mit einem Hotelier verheiratet, vom Zürcher Hof, mit dem Herrn Scarassi. Und da ich vollweise war, war ich mehr bei meiner Schwester in den Ferien während der Gymnasialzeit, wollte aber nicht unbedingt Wirtin werden. Ich wollte Pharmazie studieren und finanziell konnte ich mir es einfach nicht leisten, woher nehmen.
Und mein Schwager hat immer gelacht und hat gesagt, gescheite Frauen braucht man aber auch in der Hotellerie. Komm du nur zu uns. Die ersten 2 Jahre war ich nicht glücklich. Ich habe halbe Nächte gelesen. Und erst, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, dann ging es aufwärts. War dann in England ein Jahr. Italien habe ich auch ein halbes Jahr gearbeitet. Und Frankreich wollte ich gehen und da hat mir mein Mann nicht mehr gelassen. Hat er gesagt, jetzt wird geheiratet, Schluss. Die Liebe zu meinem Mann war ganz wichtig, weil er war nicht allzu viel zu Hause. Er war der Bürgermeister in Lech. Ich kann mich erinnern, wie sie angerufen haben, wir kommen jetzt mit dem neuen Bürgermeister, riecht unser Jause. Und meine Schwägerin war bei mir und dann habe ich angefangen zu weinen. Sagt sie, freust dich so drüber? Sag ich, na, ich weiß, was auf mich zukommt. Und genau so war es. Das waren Jahre, wo ich sehr viel allein im Betrieb war. Und dann kam Hannes und wir beide haben es geschafft. Jetzt sind wir mittendrin in diesem Lockdown. Es fühlt sich einfach nur bizarr an. Unsere Branche hat es nun mal nachweislich als allererstes erwischt und am konsequentesten. Man denkt noch nicht einmal darüber nach, wann man uns wieder in Betrieb gehen lässt. Was mich so betroffen macht, für Österreich ist einmal der Tourismus einfach ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Hier hängen ganze Regionen davon ab, und zwar ausschließlich Ort. Lech, 98% der Bevölkerung, leben mittelbar oder unmittelbar mit und vom Tourismus. Für das Gewerbe in Vorarlberg sind die Talschaften mit ihren Tourismusbetrieben der Motor schlechthin. Die gesamte Zulieferindustrie steht. Und was das für die in weiterer Folge bedeuten wird, werden wir mal erst sehen. Ich glaube schon, dass es ein Problem darstellt, wie unsere Regierung am Anfang eindeutig auf die Angstschiene gesetzt hat. Diese Aussagen, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass jeder in seinem Bekanntenkreis jemanden hat, der sein Leben verloren hat, das ist aber nicht eingetreten. Ich glaube schon, dass in manchen Bereichen einfach etwas überreagiert wurde und dass es jetzt sehr schwer fällt, zurückzurudern. Sind einfach keine Reserven mehr da. Und das ist auch das, was uns jetzt den Lockdown erspart hat. Wenn wir jetzt in einen Lockdown gelaufen wären, der uns den Winter verunmöglicht hätte, dann wäre die Branche Geschichte. Dann wäre es vorbei gewesen. Hannes Schneiders Adoptivsohn Benjamin leitet das Arlberg operativ. Seit 2017 fest an seiner Seite Ehemann Patrick. Im Haus arbeiten die beiden an einer Art von elegantem Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne. Die Veränderungen, die Patrick und ich hier auf Weg gebracht haben, sind Dinge, die es jetzt vielleicht nur bei uns gibt. Zum Beispiel Erlebnisduschen, Software gesteuert, sehr aufwendig, sehr teuer. Und jetzt zum Beispiel eine Dusche um 30.000 Euro baut sich jetzt nicht gerade jeder daheim ein. Wie wir Zimmer und Räume gestalten, ist es ganz was anderes und aufwendiger, wie man das vielleicht früher gemacht hat. Da werden verschiedene Materialien verwendet, Kalkputze, Lehmputze, Naturpigmentfarben ohne Chemie. Und die Gäste, die schätzen das einfach. Ja, sie zahlen einen hohen Preis für ihren Urlaub, aber sie wissen auch, dass wir in ihren zukünftigen Urlaub wieder investieren. Das erste Mal, als ich nach Lech bin und den Eltern vorgestellt wurde, war eines der grössten Events für das Hotel. Also ich bin quasi als Aushilfskraft ins Hotel Arlberg hineingekommen und habe mitgeholfen im Bankettservice. Ich glaube, man hat schon ein bisschen mit einem Auge drauf geschaut, wie er sich anstellt. Ja, also. Geboren bin ich in San Jose in Costa Rica. Ja, das ist schon eine Reise bis nach Lech, genau.
Meine Mama ist ursprünglich aus Nicaragua und mein Vater ist Schweizer. Aber ich bin in der Schweiz aufgewachsen. In meiner Familie hat es aber niemand, der mit der Hotellerie etwas am Hut hat. Also da bin ich komplett der Einzige. Ich habe mir lange überlegt, was ich studieren sollte, was ich mit meinem Leben anfange. Und per Zufall bin ich dann an die Hotelfachschule für einen Schnuppertag. Und es hat mir so gut getaugt, dass ich gesagt habe, ja, das ist es, das wollte ich machen. Meine sexuelle Orientierung hat nie eine Rolle gespielt. Oder ich bin nie aus dem Raster gefallen. Also, wir sind ja irgendwo alles ein bisschen aus dem Raster gefallen und wir haben uns irgendwie da gefunden, so ein bisschen. Also, wir sind einfach eine coole Patchwork-Familie. Ja. Die operative Führung des 5-Sterne-Saperia-Hauses Das Arlberg liegt heute in den Händen von Benjamin Schneider. Verheiratet ist er mit Patrick Krummenacher, einem Schweizer, den er 2011 an der ältesten Hotelfachschule der Welt in Lausanne kennengelernt hat. Eine sehr gute Freundin hat mal zu mir gesagt, Benny, mach dir nicht so viele Gedanken, was andere Leute denken. Und das habe ich mir irgendwie diesen Satz so ein bisschen zu Herzen genommen. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wie man damit umgeht. Also wir haben jetzt ja keine Regenbogenfahne draußen am Haus gehisst. Wir verstecken es jetzt auch nicht. Patrick war ein Jahr unter mir in Lausanne und wir haben uns kennengelernt und lieben. Ich hatte aber schon einen Vertrag in Los Angeles im Beverly Wilshire Hotel unterschrieben. Ich habe den Job angenommen und wir haben gesagt, wir kriegen es hin. 10 Jahre später sitzen wir hier. Man erwartet es einfach nicht, oder? Ein Lächeln ist ja schon etwas Außergewöhnliches. Und da gibt es auch immer wieder lustige Situationen mit Gästen, die mich fragen, ja, wie gehörst du jetzt zu der Familie? Oder was verschlägt ein Schweizer nach Österreich? Das ist eigentlich die erste Frage, die ich immer gestellt bekomme. Dann sage ich oft, ja, die Liebe. Die Liebe hat mich da verschlagen. Und dann, ich gehöre zur Familie Schneider. Aha, okay. Ich bin der Schwiegersohn von Hannes Schneider. Aha, okay. Ja, aber die Tochter haben wir eigentlich gar nie gesehen. Und ich so, und dann muss ich halt immer sagen, ja, ich bin auch mit dem Sohn verheiratet. Und dann ist immer 1-2 Sekunden, bis der Groschen gefallen ist. Und dann ist eigentlich alles gut. Ja. Es war für uns nie ein Thema. Das war einfach so. Das Einzige, wo ich wirklich ein Problem hatte dann, ist, dass der Benny mit seinem Coming-out ein Problem hatte. Ich habe gesagt, wenn du das die Großeltern nicht sagst, dann sag sie. Und dann hat er sich ein Herz gefasst, hat es den Großeltern gesagt und es war kein Thema. Das ist immer mein Sohn. Dass er jetzt schwul ist, das ist seine Entscheidung und er muss glücklich werden und damit leben. Viele gestehen sich das ja nicht ein. Und es ist doch eigentlich traurig, dass man sich vielleicht ein langes Leben versteckt. Meine Eltern, die durften ja jetzt hier nicht heiraten in der Lecherkirche, weil meine Mutter ja schon geschieden war. Patrick und ich haben 2017 in der Lecherkirche unseren Segen bekommen. Und dieser Schritt, glaube ich, auch damals unseres Pfarrers zu sagen, ich segne die zwei. Da gab es auch Anrufe, die sich empört haben. Aber das gehört auch dazu, muss man respektieren. Und viele haben ihn damals auch angerufen und gesagt, toll, dass du das machst. Und waren auch einfach froh zu wissen, okay, im Arlberg, da geht's weiter, da ist jetzt eine nächste Generation da und die machen das zu zweit. Ich könnte es auch gar nicht alleine machen. Und ich, ja, jemand wie ein Patrick zu finden, der bereit ist, seine internationale Karriere, die nach Lausanne möglich gewesen wäre, zu opfern, zu sagen, ich ziehe jetzt hier in ein Bergdorf, ist auch nicht selbstverständlich. Wir sind nicht hinter dem Berg, sondern wir sind auf dem Berg. Also Lech ist ein sehr internationaler Ort. Wir haben da nicht nur den traditionellen Gast, also wir haben da mal alleinstehende Frau und alleinstehende Mann. Mal eine Partnerin, die nicht dazugehört, also wo man halt auch diskret ist. Also wieso sollten zwei Männer nicht funktionieren?
Wir haben Gott sei Dank viele langjährige Mitarbeiter und die kennen mich ja schon von klein auf. Ein Kohlsalat, eine Frittatensuppe, danach geht ein Zweier Bourguignon. Ich habe da vielleicht auch so ein bisschen meiner Eltern ihre Gene, dass ich mir für nichts zu schade bin. Unsere Mitarbeiter wussten immer oder wissen auch heute immer, sie können sich auf mich, auf uns als Familie verlassen. Und es macht schon sehr viel aus. Durch diese Hands-on-Mentalität, da verdient man sich schon auch immer viel Respekt. Und da ist es natürlich auch das Glück, dass wir zu fünft sind. Selbst die Oma mit 91, die noch an der Küchenkasse sitzt, wenn es sein muss. Das Superior, das sehe ich eher in dem Sinn, dass wir einfach extrem viel in unsere Mitarbeiter investieren, in persönlichen Service und jetzt nicht extra einen goldenen Wasserhahn dranhängen oder so. Also das heisst per se nicht mehr Luxus, es ist einfach mehr Service, mehr Aufmerksamkeit, mehr Qualität, persönliche Wünsche, die man sich merkt. Ja. Natürlich sind wir in einem Bereich, wo Fehler schnell mal als unentschuldbar angesehen werden. Aber das macht man mit Schmäh dann einfach weg und mit Menschlichkeit. Und dann ist auch der anspruchsvollste Gast wieder am Boden. Die beiden sind die Zukunft. Und die große Aufgabe für mich sehe ich darin, einen Betrieb zu übergeben an die nächste Generation, der technisch, infrastrukturell auf der Höhe der Zeit ist, aber gleichzeitig nicht überschuldet ist. Weil ich muss mich nicht wundern, wenn ich, was weiß ich, 3 Jahresumsätze auf der Uhr habe, dass mir mein Junior sagt, das ist dein Geschäft. Ich nicht. Weil ich habe A, keinerlei Chance, den Betrieb jemals zu verkaufen. Weil wenn ich ihn verkaufe, bleibt mir nichts übrig. Dann kann ich kaum einmal das Fremdkapital decken. Und B, ich werde zeitlebens immer nur ein Sklave der Banken sein. Es hat immer geheißen, du musst investieren, investiertes Geld kostet nichts. Und das hat manche Betriebe wirklich in einen Teufelskreis hineingetrieben. Wir haben einmal vor Jahren ein Hotel gekauft und ich habe die Verträge mit der Bank durchgelesen und da ist mir was aufgefallen und gesagt, ich hätte eine kurze Frage. Und zwar, mir fehlt da in dem Vertrag was. Und ich so, was fehlt denn? Dann sagte er, Tilgung. Dann sitzen die zwei dort auf der anderen Seite vom Tisch, reden kurz miteinander und sagt, was tilgen wollen Sie auch noch? Sagt, ja, eigentlich schon. Weil irgendwann einmal möchte, dass man das Ding gehört. Die wären zufrieden gewesen, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nur Zinsen zu kriegen. So desolat ist das Gesamtsystem. Wenn ich mit Banken rede, die erste Frage ist immer, wie steht's um die Nachfolge? Weil das ist der Knackpunkt für die Banken. Weil im Regelfalle muss zuerst diesen Generationswechsel ein Betrieb erst einmal verkraften. In den Erbstreitigkeiten zum einen, in Umstellung des Betriebes als solches. Und wenn diese Fragen befriedigend beantwortet sind, dann können wir weiterreden. Das ist das, was die Banken wirklich interessiert. Nicht wie interessant und wie erfolgreich ist jetzt der Betrieb in der Sekunde, sondern wie geht's weiter? Weil wir reden hier von längerfristigen Commitments, nicht nur 2-3 Jahre, sondern wir reden von 20 Jahren, wo gewisse Laufzeiten auf gewisse Kredite sind. Und da möchte dann als Bankinstitut aufs richtige Pferd gesetzt haben. Und das hängt einfach mit der Nachfolge zusammen. Ich merke auch, wie das Haus anders lebt heute, wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Und ich sehe, dass es eine Entwicklung gibt, eine Weiterentwicklung. Und das finde ich wunderschön, dass wir einfach schon wieder in die nächste Generation springen können. Wir haben einen der interessantesten Berufe. Durch die Gäste von überall her. Du lernst ganz anders mit Menschen umgehen, auch mit den Mitarbeitern. Wir haben sehr, sehr viele alte Mitarbeiter, die mich heute noch besuchen, wenn sie in der Gegend sind. Also so eine böse Chefin muss ich nicht gewesen sein. Hotellerie lehrt einem schon manches. Auch mit Enttäuschungen musst du umgehen, sowohl bei den Gästen wie Mitarbeitern. Aber so ist das Leben.